Mir ist gerade eingefallen, ich wollte eigentlich schon seit einer Folge oder so runterlaufen und die besseren Pollution-Module in die Plans da reinbauen. Da fangen wir hier oben mal an. Die müssten am meisten... Ne, die hier sind durchgehend am Laufen. Genau, du machst 1,08 Grad. Machst jetzt 0,72. Lohnt sich definitiv. Die ja, machen allerdings noch mehr, warte. Die Raffinerien. Wobei die nicht ganz so durchgehend arbeiten wie die anderen. Na gut. Erstmal rein da, später können wir mal noch gucken. Raus, raus, rein, so. Ihr habt Pollution 5,4. Ihr wart die schwere Nöte. Raus. Hier rein. So, komm her, Jungs. Raus. Rein. So, 3,6 von 9 waren es, glaube ich, mal. Also ein Riesenunterschied. Okay, ich brauche mehr davon. Viel mehr davon. So. Die kommen dann hier überall rein, aber ich... Guck mal, wir sind hier. Hier ist kein roter Punkt. Die roten Punkte sind hier. Also bei den Boilern und bei den Fabriken. Wobei ich jetzt ja auch die besseren Fabriken bauen kann. Und die... haben einen höheren Stromverbrauch, also wahrscheinlich auch wieder mehr Pollution. Aber sie sollten auch mehr Slots haben und dadurch können wir die Pollution wieder runterdrängen und den Energieverbrauch auch runterdrängen und so weiter und so weiter. Und gib mir mal alle Steine, die du bisher gemacht hast. So, das Ding hier war für Stahl mal zuständig. Das schmeiße ich jetzt raus. Dann hätte ich gerne nochmal Laser Turret Damage. Haben wir irgendwann keine grünen Tränke mehr. Ich mache jetzt Ardite. Wir müssten inzwischen genug hellblaue Tränke haben auf Vorrat. Und wenn wir das erstmal machen können, haben wir die Ardite Eggs, dann können wir die Edelsteine abbauen. Mit den Edelsteinen können wir die besseren Türme bauen und dann sollten wir auch einigermaßen gut hinhauen. Ja, mach das. Dauert eine ganze Ecke, aber sollte sich lohnen. Wie schaut es eigentlich aus mit der Power Armor? Da fehlt nur Blei. Oh, 140 Blei abbauen. Ich glaube, damit warte ich, bis die Ardite-Spitzhacke da ist, ne? Könnte das Ganze ein wenig vereinfachen. So, das soll... Ja doch, schmeiß da rein, ist egal. Hier kriegst du noch ein bisschen Eisen. Und da sind die Lasertürme. Die brauche ich auch nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Die kommen nachher wieder zu den Pumpjacks. Was sagst du? Du sagst, ich habe noch Platz für Solar Panels. Was ist hiermit? Da brauchen wir noch viel mehr von denen. Ach. Ja, es geht auf. Viel mehr von den blauen Chips, wollte ich gerade sagen. Die Roboter brauchen aber auch echt ewig, die beiden. Ja, ich weiß, es sind halt nur zwei. Trotzdem. So, wie wollte ich das jetzt machen? Ich wollte drei von den Langstreckendingern hier haben und dann wollte ich die Lasertürme weiter hinten machen, damit die nicht gewonnen werden, weil sie mehr kosten. Also so zum Beispiel. Sieht ein bisschen skurril aus. Kompakt, ja, aber komisch. So ein Licht hätten wir gerne. Licht war jetzt oben, ne? Ja. Bau mehr Licht. So. Genau. Also die Dinger vorne, damit sie auf die Splitter schießen können. Und damit die Splitter auf die Projektiltürme schießen, weil sie weniger kosten. Und wenn dann Leute, also weiter an die Mauer selber rankommen, dann schießen auch die Lasertürme. So verbrauchen wir auch nicht ganz so viel Strom. Wir brauchen allerdings dafür dann mehr Ressourcen für die Munition. Das Ganze dann hier jeweils nochmal theoretisch
Wobei ich mich ein bisschen schwer tue, die ordentlich zu platzieren, weil es halt so eine Zwei-Felder-Dinger sind. Sind wir schon dicht? Ne, da hinten war glaube ich noch eine Lücke. Und ja, Ardite dauert echt eine Weile. Ich habe gerade einen Blick hier oben drauf geworfen. Wer hätte ich doch diese Forschungshilfe forschen sollen? Also Lab Efficiency 1 und 2. 3 vielleicht nicht wegen hellblauen Tränken, aber 1 und 2 könnte ich demnächst mal erforschen. So, du bräuchtest Munition. Das ist kein Problem, wollte ich sagen. Anscheinend doch. So. Bitte gib mir mal. Wo sind die guten? Da. Keine 50. Gib mir jetzt mal so 10. Wir müssten jetzt theoretisch... Also wir haben ja extra eine Fabrik dafür. Aber ich bin nicht im Einzugsbereich. Okay, muss ich mich hier hinstellen. Stimmt, die Kiste wird auch gar nicht beliefert, sehe ich gerade. Weil das Ding jetzt woanders steht. Mist. Aber es sollte genug drin sein, genau. 100 Stacks, das reicht erstmal eine Weile. So, danke. Das reicht ja schon fast erstmal. Da einer hinter, einer hin. Genau. Und hier oben haben wir schon gar keine mehr, weil wir keine Substations mehr haben. Weg, 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 weg. So, passt du hier rein? Da. Wie war das mit dem Smog und Bäume weghauen? Eigentlich sollte ich mich eher auf unten konzentrieren, weil ne, die garstige Basis unten ist und nicht hier oben. Brauch noch mehr davon, bitte. Und ich brauch... Wo waren die Ärmchen? Ärmchen waren oben, okay. Oben, oben, oben. Oben, oben, oben. Okay, und da ich sonst später wirklich vergesse, schmeiß ich dich kurz raus. Mach jetzt hier so das hin und hier können wir die Kiste hinbauen, die müsste drin sein, genau. Das heißt, hier hin die Kiste. Du hättest jetzt gerne das gleiche, was die alte Kiste auch haben wollte, davon 100 Stück. Tust sie darauf und gut ist. Okay, also es nimmt langsam, sehr langsam Form an unsere Verteidigung. Testen werde ich sie allerdings noch lange nicht können. Denn ich gehe davon aus, dass wenn ich jetzt schön weitermache mit den Pollution-Modulen, dass die Basis nicht angreift. Also baut davon welche. So, jetzt würde ich gerne die Ressourcen überprüfen, weil wir hatten... Wir haben sehr viele Roboter, die nichts zu tun haben. Das ist kein gutes Zeichen. Genau, hier kommt kein Kupfer an. Gib mir Tin. Ich will nicht hinhauen gehen. Das ist alles leer. Komm sowas von nicht hinterher. Okay, aber ich muss es machen. Ich muss Tin abbauen gehen, damit wir mehr Schmelzöfen haben. Ich muss eigentlich die hier alle ersetzen durch Schmelzöfen. Weil sonst bringen wir auch die Pollution-Module nichts, wenn wir da gleich gegen ticken. Aber jetzt mache ich erstmal die Pumpjacks. Ich habe ja genau da ein paar gebaut. Huge, huge. Du hast Zweier, du hast Zweier, du hast eine. Du hast eine. Komm mit dem Öl hinterher. Nee, kommen wir nicht. Also wir bräuchten jetzt eigentlich noch einen Pumpjack. Da, und die waren doof zu bauen. Ja. Fangen wir aber trotzdem mit an. Du bist voll. Ihr seid fast voll. Mehr als genug hier drin. Euch könnten wir eigentlich langsam ein bisschen runterschrauben, oder? Wie kann ich das machen?
Also ich würde ganz gerne, dass es die hier langsamer arbeiten, damit Skynet langsamer arbeitet und nicht so viele Roboter herstellt. Ich denke, ich schalte Skynet einfach einmal ab, oder? Ja. Dann stauen sich da zwar 50 rote Engines, 50 gelbe Engines und, ne? Das dauert eine Weile, bis es sich so weit gestaut hat. Aber danach verbrauchen wir die Ressourcen nicht mehr. Ja, Skynet, wo bist du? Da bist du. Das heißt, wir machen hier einfach einen Knick. Die sind schon alle, okay. Wir machen hier einen Knick, das heißt, die Dinger werden auch erstmal weitergebaut. Aber nicht die Roboter selber. Oh, das sind schon 50. Okay. Das sind schon 10. Es hapert hier nur an den roten Chips. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wir machen nämlich jetzt so, dass du nur 5 rote Chips bekommst. Das sind die, die ich dir jetzt gebe. Fast. So. Okay. Und jetzt stellst du nichts mehr her, weil du voll bist. Okay. Das heißt, das Ding müsste bald aufhören zu arbeiten. So in 3-4 Folgen müssten auch die roten und gelben Engine-Maschinen aufhören zu arbeiten. Und dann haben wir mehr rote Chips, mehr Eisen, mehr Stahl. Und alles ist gut. So, apropos Stahl. Wir haben 443 Stahl, wir haben aber kein Eisen. Ich könnte also mal kurz die hier anhalten. Oder zumindest 2 davon einstellen. Dann wird demnächst wieder jemand anfangen zu meckern, dass wir nicht genug Stahl haben, aber, ne? Kriegen zumindest erstmal genug Eisen, damit die Chip-Produktion durchlaufen kann. Und das ist mir momentan wesentlich wichtiger. So, jetzt aber Tin. Kein toller Job, aber irgendjemand muss ihn machen. Ich hole jetzt also 45. Ja, das klingt gut. 45 Tin holen. Warum braucht er da oben ein Reparaturpack? Hm. Achso, weil wir damals eine Mauer angeschossen haben oder so. Okay, es war kein Angriff. Ist alles gut. Tin. Genau, ich hole jetzt 45 Tin im Dunkeln, weil es Spaß macht. Und baue davon dann 3 elektrische Schmelzen und fange dann an, die anderen da zu ersetzen. Weil die Pollution-Module hier hinten bei den Pumpjacks war eine gute Idee, aber die sorgen nicht wirklich dafür, dass das Pollution hier weniger wird, glaube ich. Dazu müssten wir das hier reduzieren. Irgendwie. Ja, das heißt aber auch, dass... Das genau, boah. Das heißt aber auch, dass die Veränderung von den normalen Brennöfen zu elektrischen Brennöfen auch nichts am Pollution verändert, oder? Weil die sind ja... Ja doch, hier ist ziemlich rot. Ja. Aber hier. Hier sind die Pumpjacks. Die Pumpjacks produzieren definitiv Smog. Zieht aber der Smog von hier bis nach da hinten? Also es ist quasi eine Einheit, alles. Und es wird einfach geguckt, wo ist am meisten und da wird dann das Zentrum gebildet und von dem Zentrum aus geht dann aller Smog einmal ringsrum oder? Den könnte ich ja vielleicht einfach einen so einen Achterblock hier nehmen oder 2 und den dann hier hinten hinbauen, damit es ein bisschen verteilter ist. Müssen die Roboter zwar wieder mehr fliegen, aber wir haben ja gerade festgestellt, dass wir momentan, weil halt nicht genug Ressourcen da sind auch, genug Roboter da sind. Sollte ich mal im Auge behalten. Aber jetzt erstmal weiter abbauen. Wir brauchen 45 Stück davon. Gut. Worüber könnte ich noch planen? Oh, ich könnte was bauen nebenbei. Das ist eine gute Idee. Lasertürme? Nö. Bau mal rote Chips, oder? Ah, nee, die gelben Fabriken. Genau, bau mal hier. Wow. Ja, bauen wir hier 2, nur 2 gelbe Fabriken. Und schon wieder so viel Kleinkram dazwischen. Vor allem, dass wir jetzt 2 MK1 brauchen. Nee, 2 MK2, um eine MK3 zu bauen. Ich fand das eigentlich richtig toll letzte Staffel, dass wir diese MK5 oder waren es sogar 6 Fabriken hatten. Ich glaube, das wird hier in den, wird hier in der neuen Staffel richtig teuer werden.
Bleipicke ist ein bisschen... Ja doch, bauen eine Bleipicke. Ist okay. Es müsste ja theoretisch genug Blei auf der Welt sein. Ja, die Welt ist unendlich, also ist immer genug Blei da. Aber es müsste genug Blei in der Nähe sein, um die Fabriken alle einmal zu bauen, die wir brauchen. Also die auch Blei brauchen. Und schon geht's ein Ticken schneller, das ist doch gut. 45 wollte ich, ne? Ja, haben wir gleich. So. Wieder ab nach Hause. Crystal Formation. Genau, die würde ich ganz gerne abbauen. Aber es wird in der Bleipicke nicht gehen, richtig?